Wir haben oder beobachten das Thema IoT jetzt schon seit längerem. Wir haben insgesamt vor 4 Jahren die erste Studie gemacht, vor 2 Jahren die letzte in 2016. Und wir wollten schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt hat. Sind Unternehmen aufgeschlossener gewesen, Projekte umzusetzen? Was sind die Vorteile, Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen, um IoT zu verwirklichen? Und unsere Prognose war, dass sich dort einiges tut, und das wollten wir letztendlich auch mal in der Praxis dann beleuchten. Also eines der spannendsten Ergebnisse ist eigentlich, dass mehr als 3/4 der Unternehmen gesagt haben, dass sie ein IoT-Projekt in 2018 umsetzen wollen. Also 3 von 4 Unternehmen planen ein neues Projekt und haben auch gleichzeitig bestätigt, dass sie dafür Budget allokiert bzw. eingeplant haben. Und aus unserer Sicht kann 2018 daher auch das Jahr des IoT-Durchbruchs in Deutschland werden. Und von daher ein super spannendes Ergebnis. Also die Gründe sind sehr vielfältig, muss man sagen. Zum einen, was wir momentan eben von den Unternehmen erfahren, ist, dass sie sich sehr stark eben auf die Optimierung von internen Abläufen und Prozessen auf Basis von vernetzten Produkten, Maschinen, Anlagen und so weiter konzentrieren. Also das heißt, hier Effizienzvorteile auch zu erzielen. Aus unserer Sicht greift das aber ein Stück weit zu kurz, weil der richtige Mehrwert, den das IoT auch bietet, liegt letztendlich auch darin, Kunden neue Services und Dienstleistungen anzubieten, auf Basis eben von vernetzten Produkten und dann auch neue Umsatzquellen zu erschließen. Und wir würden uns wünschen, dass Unternehmen da in diese Richtung noch stärker gehen würden. Also die Nummer 1 Herausforderung ist das Thema Komplexität. Es liegt ein Stück weit in der Natur des Internet of Things, dass es eben nicht damit getan ist, eine Technologie einzuführen und ich bin entsprechend gut aufgestellt, sondern es bedarf verschiedener Bausteine, wenn wir an die Sensoren, an die Devices denken, wenn wir an das Thema Konnektivität denken, an IoT-Plattformen, die das Ganze managen und steuern, Security, Applikationen, Blockchain. Das sind viele Themen, mit denen sich Entscheider auseinandersetzen müssen, wenn sie entsprechend Projekte vorantreiben wollen. Und die machen das Ganze halt komplex. Und ich glaube, da sind Anbieter auch gut aufgestellt, die letztendlich diese Komplexität für ihre Kunden ein Stück weit herausnehmen können. Also wenn wir über Blockchain in Kombination mit dem Internet of Things sprechen, dann gibt es da verschiedene Vorteile, die dort möglich sind. Und was die Befragungsteilnehmer uns als größten Vorteil auch mitgegeben haben, war, dass entsprechend eine Nachweisbarkeit entlang der Kontrollkette auch stattfinden kann. Das heißt, dass entsprechend in der Blockchain gespeichert wird, wann welches Produkt beispielsweise ein Lager verlassen hat, wann es wo bearbeitet wurde und so weiter. Also in der Lieferkette viel mehr Transparenz entstehen kann. Und das ist ein großer Mehrwert, der letztendlich Transparenz für den Kunden, den Hersteller, den Händler und auch für Behörden bieten kann.